Servus Leute, willkommen zurück zu Prince of Persia, Warrior Within. Beim letzten Mal haben wir die wahrscheinlich letzte Lebenserweiterung bekommen und möchten jetzt hier lang? Ich glaube hier lang war's. Stimmt ja. Ist ja kaputt. Moment mal. Mach was anderes. So. Hierüber. Und darüber. Boah, ganz schön knapp. Ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich glaube, ich habe ein echt widerliches Heim und. Bleh. Links. Oder bin ich hier richtig? Ich glaube schon. Ich hoffe es. Oh. Ich habe zu schnell gedrückt. Ich wäre fast wieder ins Verderben gerast. Umdrehen. So. Nein! Das solltest du nicht tun, du Prinz. Du solltest nur da hochrennen. Okay, jetzt darüber. Das war zu weit. So. Speichert wird nicht. Einfach der Sicherheit wegen. So, jetzt. Und da und darüber. Ich fühle es, ich bin richtig. Ich weiß zwar noch nicht genau, wo ich hin will, aber ich bin richtig. Jetzt darüber. Einfach in meinen Weg folgen, es wird schon passen. Falls nicht, es wäre nicht das erste Mal, dass ich Lorenore. Wie das so ein Standardbegriff für mich geworden ist, traurig irgendwie. Hoch, hoch, hoch. Nein! Nein! Prinz, du bist zu fix. Ach, stimmt ja. Mein Fehler. Was ist? Hab's vergessen, ich kann auch jetzt so. Autsch, ja. Moment, hier war es da nach oben. Nee, Moment. Nee, umdrehen. Dass der erstmal stundenlang braucht, um meine Befehle zu akzeptieren. Muss man hier nochmal da hochkraxeln? Ja, gib her. Na, Moment. Ah! Ich werde erstochen. Bin ich doof. Ja, ich weiß. Mein Fehler. Umdrehen. Stopp. Oh, flüssig. Der Prinz hat's drauf. Zumindest bei so akrobatischen Meisterleistungen weiß er ganz genau, was zu tun ist. Ja. Ja, ansonsten, wenn es ums Gegnerbekämpfen geht, ist ein Weichei. Das war eine Schuld. Zu früh. So, jetzt. Über! Beeilung! Nicht gepierst werden wollen. Solltest schon genug an Piercings haben.
Das sollte machbar sein. Wenn du das machen würdest, was ich will. Ist die wirklich direkt neben mir oder? Ja. Oh, stylisch. Okay. Nur nicht in die Klinge reinrennen. Ich kann leider nicht safen. So, jetzt bin ich in der Gegenwart, oder? Sollte ich eigentlich. Ja, wie gern würde ich jetzt ja sagen, aber ich darf nicht, weil mein PC manchmal dumm im Kopf ist. Ist die ganze Wege hier zurück? Das kann ja was werden. Die haben doch bestimmt 300.000 Fallen da aufgestellt. Der Dahaka ist in der Nähe. Ich sehe es im Bild. Jetzt nicht mehr. Der Dahaka muss hier sein. Seht ihr? Ich sehe es am Bild. Er ist hier. Ich hoffe, der lässt sich schön Zeit mit seiner Verfolgung. Dummer Typ. Lass mich in Ruhe. Keine Zeit, mich um dich zu kümmern. Das führt mich zurück. Das war riskant. Hinten ist der Dahaka. Zumindest haben wir ihn da zum allerersten Mal gesehen. Ich muss dann ganz schön weiten Weg zurückgehen. Oder ich bin doch falsch gegangen. Na, ganz toll. Ja, ich habe so einen Verdacht, ich bin falsch gegangen. Verdammt. Was mache ich jetzt? Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, außer dem Weg weiter zu folgen. Was hat der Stil? Sind das Eisenstangen oder Äste? Ich glaube, es sollen Äste sein. So. Das sind Gegner. Braucht ihr gar nicht stressen, Kollegen. Nein, ich hasse Frauen. So. So, die ist weg. Bring sie um. Gut. Nein! So, die ist tot. Die auch. Warum wird das als Dolch angezeigt, wenn das ein kleiner Wurfring ist? Okay, da unten ist ein Weg. Ich sehe ihn. Seht ihr ihn auch?
Da muss ich bestimmt hin. Da unten geht's weiter. Wie komme ich da hin, ohne mir das Genick zu brechen? Der Hacker. Der muss ja echt irgendwo in der Nähe sein. Ich traue mich nicht dahin zu springen, sonst falle ich runter und sterbe und bin tot. Außerdem glaube ich nicht, dass sich das ausgeht so weit. Muss ich doch da hoch? Nee, von da oben würde ich ja kommen. Da über diesen Fetzen. Ich habe echt den Verdacht, ich bin in eine falsche Richtung gegangen. Seht ihr? Nämlich genau hier, Moment, da ist der Dahaka in der Nähe. Vielleicht hier unten irgendwo. Da! Oder auch nicht, das sah nur so aus. Hier? Nein. Was mache ich denn jetzt? Sitze ich jetzt hier in der Falle? Wie bin ich denn da ansonsten hochgekommen? Danke, Prinz, dass du es nicht packst. Gut, jetzt musste ich normal reagieren, weil. Egal. Vielleicht da oben entlang. Kamera, du gehst mir so auf den Nerv. Was ist ein Seil? Ah, ich bin doch doof, stimmt ja. Dahaka ist da in der Nähe. Ich habe keine Lust, dem Dahaka gegenüberzutreten. Vor allem, weil er Stress machen will. Nein! Geht sich das aus? Ja, der Dahaka ist hier definitiv in der Nähe. Der wird mich killen. Das ist scheiße. Ich frage es nur, in welcher Richtung. Wo steht er? Steht er da? Wo steht er da? Er ist hier. Jetzt ist er nicht mehr hier. Jetzt sein, dass ich einen Blödsinn mache. Tja, schon wieder weg. So, hier sollte der Dahaka sein, oder will mir jetzt einfach nur sagen, haha, guck mal hier. Hier war einst der Dahaka, der dich verfolgt hat. Jetzt ist er nicht mehr da. Denk nach, wo er jetzt ist. Und hab jede Sekunde Angst um dein Leben. Verstehen Dahaka nicht. Keine Ahnung, was ich ihm überhaupt getan habe. Wahrscheinlich hat er einfach nur Hunger auf mehr. Und will einfach nur Ausschau nach der nächsten Beute halten. Und ich bin rein zufälligerweise ich. Keine Ahnung, ob ich hier richtig bin, aber um ehrlich zu sein, glaube ich es nicht. Ich glaube, ich bin hier falsch überall. Oh, hallo. Ich habe keine Lust, meine Waffe. Na, wobei, weg damit. Die Waffe gefällt mir besser.
Ich wette, ich bin den größten Umweg aller Zeiten gegangen. Und der Weg, den ich hier jetzt entlang gegangen bin, den sollte ich gar nicht entlang gehen. Okay, hier war einst auch der Dahaka. Ich entsinne mich da. Er macht schon wieder diese dummen Moves. Drück doch! Ja toll, jetzt habe ich auch Schaden bekommen. Ihr seid ja zum Glück Schwächlinge. Da hinten will ich hin. Wie ging es denn da nochmal lang? Achso, da. Habe ich recht? Nee, habe ich nicht. Moment. Ging es doch da entlang, oder nicht? Komm. Ich versuche entlang zu rennen. Wenn ich sterbe, dann kann ich jetzt auch nichts mehr tun. Okay, da oben war aber definitiv was. Oh, Kamera, die geht mir so auf den Sack, ganz im Ernst. Jetzt wollte ich eigentlich zum Stein hinrollen, aber die Kamera hat sich genau in dem Moment wieder geändert. Ich glaube, die Kamera wird mein größter Kritikpunkt hier. Das habe ich, glaube ich, schon erwähnt. Was hat er? Er hat viele Feinde gemalt. Ich wette, Osoma stellt sich in dem Spiel nicht so dumm an wie ich. Da brauche ich gar nicht richtig wetten. Das ist definitiv so. Die Klinge da ist kaputt. Wahrscheinlich, weil ich hier in der Vergangenheit bin. Das ist auch alles im Eimer, aber es wird nicht mehr lange im Eimer sein. Dass ich das nicht skippen kann. Aber wenigstens eine gute Neuerung von diesem Teil gegenüber dem Vorgänger ist, dass man die Cutscenes so teilweise skippen kann. Man sieht die Cutscenes zwar dann im totalen Schnelldurchlauf, aber immerhin kann man sie skippen. Und es ist nicht so wie im, ich glaube, in Sands of Time konnte man sie gar nicht skippen. Wow! Ich roll mich einfach rein, ohne richtig zu gucken. Ich bin des Wahnsinns. Nein! Oh! Ich dachte, ich renne zu früh los. Zu früh. Gegner? Nö. Wie ging es denn da? Achso, und da, die Säule ist jetzt natürlich wieder in Ordnung, ist klar. So, Kraxel, 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 Kraxel. Ja, Kraxel. Hier war ich definitiv schon. Wie man aufgrund der schon geöffneten Truhe merkt, Kamera. Nein! Oh, ich wollte eigentlich die Wand entlang rennen, aber ich springe einfach drauf los. Weil ich jedes Mal glaube, dass es sich nicht ausgeht, aber Prinz kann ja irgendwie 5 Meter weit springen. Keine Ahnung, 5, ja, 5 Meter ist natürlich weit. Keine Ahnung, wie weit so ein Olympiaspringer springen kann. So, da rein. Gott, echt jetzt? Jetzt muss ich wirklich den ganzen Weg zurücklatschen. Ich renne auch noch rein. Ich roll mich rein. Ja, jetzt habe ich überall Piercings. Jetzt kann ich mir die Stacheln erstmal wieder rausziehen, weil mich irgendein Stachelschwein traktiert hat. Ach du schon wieder. Will ich überhaupt gegen dich kämpfen? Nee. Ich muss nicht gegen dich kämpfen, ich lasse dich in Ruhe. Wie du meinst? Ich will an euch vorbei, aber schön, wenn ihr sterben wollt. Ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt lebende Kreaturen seid. Ach, da.
Da habe ich gesagt. Vielleicht habe ich jetzt irgendeinen damit den Kopf abgehackt. Aha. Oh nein, ich glaube, ich weiß, wo ich bin und das will mir nicht gefallen, weil dann habe ich mich jetzt quasi im Kreis gedreht die ganze Zeit. Wie idiotisch von mir. Danke. Ja, ich habe ein schönes Schwert. Aua, ist sehr wohl möglich. Ja, ich bin wieder hier. Dieses Helft mir kommt mir irgendwie bekannt vor von Oddworld. Ich weiß nur nicht von welchem Teil. Die Slicks sagen das auch oft genug. So, dann mache ich hier einen Schnitt. Wow, ich habe jetzt quasi den ganzen Part. Und weg da. Den ganzen Part umsonst verschwendet. Ah, doch, doch, gut. Egal. Hier ein kurzer Schnitt. Das war Prince of Persia Warrior Within. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Für dich.